Ja, hallo zu einer neuen Folge von Cry of Fear. Wir sind jetzt hier immer noch in der Irrenanstalt und vor der Tür zum Dachboden, wo wir uns gleich mit dem verrückten Professor oder mit dem verrückten Doktor anlegen müssen, der uns ja schon mal übel eingeschenkt hat. Also der hat uns ja vorhin, in der letzten Folge, als wir da vor dem Gitter standen, ja schön angeschossen, die alte Drecksau. Und das wollen wir jetzt natürlich direkt zurückzahlen, das geht so natürlich nicht. Und ja, wünsche mir Glück, dass das jetzt klappt. So, Kombination, ja, okay, wie war das? Ich hatte sie mir aufgeschrieben. Moment. 5, 7, 3, 9. Wünsche mir Glück. Super. Also die Spritze brauchen wir auf jeden Fall. Die Taschenlampe brauchen wir hier an dieser Stelle nicht. Wir können natürlich auch die Shotgun liegen lassen, aber... Egal, wir haben ja gespeichert. Zur Not laden wir es halt nochmal. Ich denke mir immer, wenn wir so einen Typen einmal umbringen, dann schaffen wir es auch ein zweites Mal. Wir haben ein Magazin für seine Waffe gefunden. Können wir dem vielleicht die Munition wegnehmen? Das wäre ja natürlich ziemlich cool. Jetzt müsste es auch gleich schon losgehen. Ja, da ist er doch. Du alter Scheißer, ey. Jetzt mit mal her. Das war ja super, ey. Das ist ja ganz toll. Doofe Scheiße. Oh, das ist scheiße, ey. Verdammte Axt. Scheiße, ey, nur noch eine Spritze. Ich versuch's mal mit der Schrotflinte. Oh, Scheiße. Boah, das gibt's doch wohl nicht, ey, dass dieser blöde Wichser da diese Viecher spawnen lassen kann. Das ist ja wohl eine Scheiße. So, ich versuche das jetzt mal irgendwie etwas flotter über die Bühne zu kriegen.
abermals natürlich, sollte das jetzt alles zu lange dauern, seid mir nicht böse, dann schneide ich ein Stückchen raus. Ihr habt da sonst keinen Spaß dran, ich natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, wünsche mir Glück, vielleicht klappt es ja diesmal. So, die kann ich auch direkt schon mal voll auffüllen. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mit der Shotgun auch direkt und direkt auch auf den Typen zu gehen. Denn die richtet ja doch deutlich mehr Schaden an. So, Magazine sollten wir jetzt genug haben. Schade, wir können auch nicht dichter ran. Ja, schade, das hätte ja klappen können. Okay, also in dem Bereich dürfen wir nicht. Gut, wissen wir das auch direkt. Ich dachte mir, bist mal schlau, rennst du direkt hin und haust ihn eins auf die Omme. Aber das findet ihr offensichtlich nicht so clever oder nicht so geil. Na gut, dann lassen wir das halt. Dann ist das nicht das Mittel der Wahl. So, die lassen wir hier. Na nun, komm hier, Spritzchen, du sollst aber mitkommen. Ist, dass der Typ auch einfach ein verdammt scheißen guter Schütze ist. Ich meine, sobald ich hier auftauche, erwischt er mich. Ja, toll! Oh Mann, ey, gibt es denn das? Das ist doch ein verdammter Scheißer. Alter, ey. Ja, ist ja gut. Ich bin tot. Wir wissen's. Echt, ey, das gibt's ja wohl nicht. Hier schon wieder die ganzen Leute sagen hier, ist doch total easy und ja, nee, ist nicht irgendwie. Für mich gerade nicht. Sagen wir es mal so. There you are. You're dead. You're so fucking dead. Alter, diese scheiß Kisten hier überall. Ich möchte am liebsten hinrennen, den eins mit dem Knüppel auf die Schnauze hauen. Oh, Spritzchen. Oh, Magazin. Alter, ey, das gibt's doch wohl nicht. Warum treffe ich den Scheißer nicht? Mann, ey.
warte ja noch drauf, dass hier gleich der nächste Freak hier ankommt, der nächste Selbstmörder. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein hier. Da ist er doch schon. Sagen, komm her, du Lappen. Ja, die Position ist gar nicht so schlecht. Immer schön Headshot. Ich muss direkt jetzt mal mich heilen, denn sonst... Sieht er schon kommen, bin ich gleich voll am Arsch. Komm raus hier, du Lutscher. Zeig dich, du Feigling. So einen Blick nach rechts haben, dass da nicht wieder so ein Scheißer ankommt. Der ist auch schon wieder. Scheiße, ey. Was hakt denn das jetzt so? Was ist denn los hier? Entschuldigung, wenn das jetzt so ein bisschen verschwenderisch wirkt, aber... Aber... Munition haben wir tatsächlich gerade en masse. Was wir nicht haben, ist die Gelegenheit, nachzuladen, wenn der Typ gerade auf uns feuert. Kleiner Scheißer, ey. So weit hat man noch nicht. Das ist gut.
will der überhaupt von uns, dieser scheiß Doktor? Genau. In your face. Asshole. Vergiss es, Alter. Was kannst du hier mit deiner Sippe machen, nicht mit uns? Halt doch mal still, du alter Drecksack. Hier kommt schon gleich der nächste wieder da von hinten angelaufen, das sehe ich doch jetzt schon. Und wir haben nichts gewonnen. In die Eier, ey. Headshot wäre mir lieber gewesen. Oh, scheiße, ich sehe schon hinten, kommt schon der nächste. Komm, heilen schnell. Oh, zum Glück fallen die direkt mit einem Treffer um, die blöden Wichser. Und der scheiß Doktor auch gleich. Boah, wie ich ihn hasse, ne? Wie ich ihn hasse. Endlich! Kapitel 7. Nur zu Hause ist es sicher, oder wie soll ich das deuten? Only safe at home. Oh, ich muss mich hier mal gerade entwirren. Oh, diese ganze Kabellage hier. So. So, die können wir gerade nicht mitnehmen, was ja schade ist. Den Schlüssel müssen wir auch mitnehmen. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und an Schuld bist du, du alter Scheiß-Drecksack, ey. Inventory full? Ja, ich meine, also ja, aber jetzt, ich habe doch hier selektiert. Können wir da von dem Typen auch noch was mitnehmen? Auf jeden Fall müssen hier hinten jetzt noch einige Magazine liegen, die ich mitnehmen möchte gerne. Unsere Taschenlampe.
So. Die ich direkt mal anmache, denn sonst sehe ich nicht, was hier noch alles rumliegt. So, die Shotgun. Also ich werde mal versuchen, das möglichst so viel wie möglich mitzunehmen. Also was eigentlich Quatsch ist, weil ich habe ja nun mal nur drei Slots. Einer davon wird die Spritze auf jeden Fall und eigentlich bräuchte ich auch eine Taschenlampe. Aber gut. Ich weiß halt auch nicht, ob es Sinn macht, diese Kanone hier mitzunehmen von dem Typen. Denn die Glock-Magazine finden wir am laufenden Band, aber diese hier, keine Ahnung. Also ich habe jetzt bisher drei gefunden oder so. Hallo, hallo? Ich würde dich gerne mitnehmen, aber du lässt mich nicht. Hallo? Hallo, Pistole? Na gut, dann eben nicht. Wie jetzt? Haben hier vorher auch die Vögel gezwitschert? Doch nicht, oder? Pass mal auf hier. So, den Schlüssel. Da steht nur überhaupt drauf. Escape the Mental Hospital. Backdoor. Backdoor. Okay. Das ist also der Schlüssel für die Hintertür des, dieser Klinik. So, ich nehme jetzt einfach mal alles, was wir hier noch haben, mit. Würde ich jetzt mitnehmen? Nee. Naja, gut, wäre auch zu schön gewesen. So, komm, dann nehmen wir jetzt nochmal diese... Wo ist sie? Da. Diese Kanone mit. So, und den Rest holen wir auch gleich. So, und ich werde jetzt gleich ein paar mehr Sachen da liegen lassen. Ja, ich weiß, hätte ich auch gleich machen können. So, und ich werde diese ganzen Sachen jetzt mal hier hinlegen. Wo lege ich sie denn hin? Drop. So, jetzt wäre es natürlich schön zu wissen, was ich hier... So, den nehme ich mit. Nein. Die habe ich dabei. Ja, komm, ich kann hier... Die Spritzen kann ich vielleicht noch liegen lassen. Denn ich brauche... Ja, mindestens irgendeine Waffe. Das geht so nicht. So, wir speichern das hier direkt mal. So, und dann versuche ich hier raus zu entkommen. Den auf die 1, den auf die 2. So. Hatten wir hier nicht auch noch was liegen lassen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube ja. Aber wir kommen da auch gar nicht mehr durch. Der Schlüssel wird da nicht passen, denke ich mal. Nö, hätte mich auch gewundert. So, wir müssen zur Hintertür. Die wird ja nicht hier im ersten Stock oder wo wir sind sein, sondern natürlich im Erdgeschoss. So, da hätten wir aufgeschlossen. So, soll ich jetzt noch die Sachen holen? So, wir haben jetzt einen Slot leer. Das heißt, wir können schon mal eine Sache wiederholen. Wir können schon mal die Glock holen. Und wenn hier auf dem Weg gleich... wieder nichts ist, dann lasse ich jetzt auch direkt mal
die Sachen hier liegen, die beiden. Denn dann wird auch beim dritten Mal Langlauf nichts hier sein. So, Licht brauchen wir schon. Sonst ist doch doof hier. Wie mache ich es denn? Das ist jetzt echt total blöde. Oh, hat hier was geatmet? Was war das denn jetzt? Auf jeden Fall bricht so langsam der Morgen heran, was ich total super finde. Ach, das ist ja auch ärgerlich. Guck mal. Echt jedes Mal, wenn ich hier zwei Spritzen fallen lasse, deswegen lasse ich das mal bleiben. Wenn ich zwei Spritzen fallen lasse, ist immer eine weg hinterher. Das ist doch scheiße. Ich will die echt nicht hier lassen, die Glock. Ich habe dafür jetzt so viele Magazine. Eine Tasche wäre so gut gewesen. Hätten wir nur eine Tasche gefunden. Was ist denn das jetzt? Da haben wir... Also tendenziell brauche ich dafür natürlich weniger Schuss. Aber, nee, ganz ehrlich, ich nehme die Glock. Da habe ich 9 Magazine für und noch ein volles drin, also 10 Magazine insgesamt. Das wäre total bescheuert, finde ich, wenn ich das liegen lassen würde. So, hier nochmal abgucken, ob hier noch irgendwas ist. Erneut durch ein verlassenes Haus, so wie es scheint. Boah, das ruckelt jetzt aber gerade ganz schön derbe hier. Also, wenn das jetzt nicht gleich besser wird, dann werde ich das einmal kurz beenden, die Aufnahme. Revolver Rounds. Revolver, das ist ja... Das war natürlich klar. Revolver Rounds sind wahrscheinlich diese 45er oder was wir da gefunden haben. Jetzt finden wir Magazine dafür. Ist ja auch total super. Komm, weißt du was? Dann lade ich das eben nochmal. So, das war dieser hier. So, das heißt, was wir jetzt mitnehmen, haben wir dabei und nichts anderes. Denn wir können nicht wieder zurück. Ach, was habe ich die Sachen jetzt schon darunter gepackt? Ich weiß gar nicht, von wann der Speicherstand jetzt gerade war. Jetzt können wir das Magazin offenbar mitnehmen. So, gut, komm, wir gehen jetzt runter hier. Die Taschenlampe haben wir dabei. Ja, ich weiß, hier ist dunkel. Boah, ist hier, Alter, hier ist aber echt stockdunkel. Was ist das denn? Dass da so gar kein Licht hinfällt, das ist ja auch sehr interessant. So, Inventory full. Drop. Wir nehmen jetzt die 45er mit. In der Hoffnung, dass wir dafür ausreichend Munition finden. Wie gesagt, wenn nicht, falls ich das jetzt doch als Scheißidee herausstellen sollte, wir haben ja diesen Speicherstand noch,
Dann gehe ich zur Not zurück und hole mir die ganzen Krempel noch. Aber jetzt versuchen wir es erstmal so. So, Licht an. So, bei Tag ist ja auch mal ganz schön hier. Das Komische ist halt immer noch, uns ist überhaupt nicht klar, also mir jedenfalls nicht, was es jetzt mit diesem verkackten Doktor auf sich hatte. Also, ich raff's ehrlich gesagt nicht. Was wollte der Typ von uns? Also schnalle ich das jetzt nur nicht, oder? So, wo sind wir hier? Ein Boot. Ach, ist das romantisch. Vor allem mit der schönen Schussverletzung da. Denke mal, wir müssen da hinten hin. Ist das Nebel? Der Himmel, der sieht da echt interessant aus hier. So, das ist zumindest der einzige Steg, den ich jetzt ausmachen konnte gerade. So, da sind wir. Echt, und überall hier diese verlassenen Häuser, die auch echt nicht mehr wirklich geil aussehen. Licht an. So, Revolvermagazin. P345 Magazin. Okay, also der Revolver ist das offenbar nicht, den wir hier haben. Also ich, wie gesagt, einen Revolver kenne ich eigentlich auch eher als was anderes. Aber. Und den Knüppel. Können wir den Knüppel. Sollten wir den jetzt vielleicht mitnehmen? Ich meine. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn er hier schon liegt. Uiuiuiui, was war das denn? Hey, spinnt ihr? Oh, blöd. Ja, super. Hallo, hallo, tot. Ah! Ja, scheiße. Ah, Herr Jemine, Herr Jemine. Oh, ich freue mich ja so. Gut, also die Taschenlampe liegen lassen mache ich schon mal nicht. Das war nämlich auch gerade eine Option, die ich in Erwägung gezogen hatte, aber das mache ich erstmal nicht. Boah, und wir müssen uns echt irgendwie heilen. Das geht so nicht. Ich meine, wir klappen hier bald zusammen, ohne dass wir irgendwas tun. Oh, scheiße, ey. Spritzen liegen lassen kann ich auch schlecht machen.
Denn nach der Aktion da unten, da brauche ich die. In jedem Fall. Aber ich kann jetzt auch nicht den Knüppel für die Spritzen mitnehmen. So, komm, wir versuchen das nochmal. Hört mal auf hier. Was soll das denn? Ey, aus jetzt. Aus. Hörst du auf? Oh, Spritzchen. Puh. So, also durchrennen ist wahrscheinlich echt das Sinnvollste. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal, dass es jetzt so gut war. Oh nee. Och nö. Ich wollte sagen, ey, das schreit auch schon wieder an diesen scheiß Froschmenschen. Diese blöden Schleckmonster. Ach, scheiße. Also diese Waffe mitzunehmen, das war echt der letzte Scheiß. Wer hat mich eigentlich auf diese Scheißidee gebracht? Die kann ja gar nichts. Größeres Kaliber und trotzdem kein Wumms. Ist doch scheiße. Vorne ist ein Froschmensch. Super, das hat jetzt echt viel gebracht hier. Ja, komm. Ja, scheiße, 4 Schuss, genauso wie vorher. Bringt überhaupt nichts hier, das Scheißding. Hätte ja klappen können, dass da doch noch irgendwas drin ist, was ich nicht gesehen habe. So, ich mach's jetzt einfach mal dreckig. Och nö! Och man, das darf doch nicht wahr sein. Geht's auch noch runter. Scheiße. Ach Leute, echt. Ist doch nicht nötig. Und jetzt geht mir gleich auch noch die Puste aus. Das weiß ich doch schon. Ja. Oh, 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 ich sterbe, ich sterbe, oh, ich sterbe. Oh, ich bin gleich tot, oh, ich bin gleich tot. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, super Luft schnappen. Und weiter geht's. Wo bin ich hergekommen? Nein, da. Ja, scheiße, so wird das schon mal nix. Das schaffen wir nicht mehr. Und tot. Ja, blöd. Boah, ey Leute, was seid ihr denn für kranke Bastarde, ey? Was ihr euch da für eine Scheiße überlegt? Das ist doch Mist. So, komm hier, die Waffe kann ich nicht liegen lassen. So, ich bin echt versucht. Komm, weißt du was, ich lade das jetzt in diesem Mental Hospital nochmal. So, tut mir jetzt echt leid, aber das muss jetzt einfach sein. So, wir gehen hier nochmal hoch. Das Magazin, was da noch liegt, nehmen wir mit. Und wir nehmen nicht diese komische Waffe mit, wir nehmen die 45er mit. So. Drop. Wollen wir nicht. Diese wollen wir. Ganz genau. Diese und keine andere. Hallo? Hallo? Ich möchte doch dieses Ding hier haben. Machst du das vielleicht mal an, du Ochse? Alter, ey. Jetzt muss ich die hier droppen, damit ich die mitnehmen kann, damit ich sie hier wieder droppen kann. Ist auch echt super geil gemacht.
Jetzt. Verstehe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch original Glock-Magazin oder nicht? Oder Pistole. So, find your way home. Natürlich. Oh, hier hakt das echt immer was. Das ist echt komisch. Das kenne ich so gar nicht. Aber gut. So, wo war denn hier die scheiß Tür? Ach, hier. Boah, jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg da nochmal rüberrudern. Ich freue mich so. Ach, komm. Geht das auch ein bisschen flotter? Ach hey. Naja. So, wir genießen mal eben die Fahrt. Das? Entschuldigung. Sind wir schon da? Oh, schön. So, Jacke anziehen. Geht gleich weiter. Oh, ist das schön. Gibt doch nichts über eine entspannte Bootfahrt. Da kann man so herrlich bei knacken. So, dies direkt mal überschrieben. Und jetzt heißt es wieder mal... Lauf, Adrian, lauf! Oh, lass mich doch durch! Lass mich doch durch! Lass mich durch! Mädels, lass mich durch! Seid doch nicht so böse. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ach nein, ich muss zum Arzt. So rum war das. So, willkommen im Land der Froschleute. Hallo! Hallo. Kannst du vergessen, mich hier anzuschlecken, du Arsch. So, zurück konnten wir ja auch nicht, ne? Weil da oben ja die scheiß Weiber waren. Ich glaube, das ist echt eine scheiß Idee, wenn wir jetzt hochklettern.
meine, wir können es natürlich mal versuchen. Kommt hier auch nochmal wieder Licht. Hallo, hallo? Oh nee, das war eine scheiß Idee. Gut, das lassen wir. Die sind ja direkt wieder da, die Mädels. Gut, nee, das ist scheiße. Ich dachte, dass die vielleicht weg wären oder so, aber wenn das so ist, dann lassen wir das. So, einmal tief Luft holen und los geht's. Hallo? So. Ah, da können wir das erste Mal auftauchen. Oh, so, direkt Luft holen. Und abwarten, bis die Energie voll ist. Denn ich glaube, wir können, wenn wir so wie wir sonst laufen, können wir hier auch schneller schwimmen. Oder tauchen in dem Fall. Was uns natürlich noch mal vorne bringt. Denn viel Zeit haben wir, also Luft haben wir ja nicht viel. Wir haben auch wenig Zeit. So, weiter geht's. Was war das denn gerade? Das war ja auch wild. Hoch, 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 komm! Uiuiui, was war das denn gerade abgefahrenes? Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Das war ja aber, also wenn. Das war ja der Haiangriff war das ja. Wie hat er das denn gemacht so schnell? Ganz neue Fähigkeit hier erlernen, Teleport oder so. Scheiße. Das ist doch alles eine Riesenhundescheiße hier. Ah, ich verreck hier noch. Fuck. Ah, das ist doch eine Riesenscheiße hier. Oh, jetzt müssen wir durch die scheiß Weiber wieder durch. Ich freue mich ja überhaupt nicht. Sehen die uns eigentlich auch, wenn wir kein Licht anhaben? Ich glaube schon. Also von daher, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Okay, das ist scheiße. Ich dachte vielleicht, dass man da irgendwie rein kann, aber das bringt ja alles gar nichts. Also. Ah, schön. Ja, aber sonst schön hier, ne? Also, auch schönes Haus und so. Graffiti ist okay, kann man drüber streiten, aber ansonsten. So, das ging doch auch schon deutlich besser als beim ersten Mal. Und dann beim zweiten oder beim dritten. Aber nichtsdestotrotz, das nützt uns alles nichts. Das nützt uns überhaupt nichts. Wenn wir denn da nicht durchgeschwommen kommen. Lass mich in Ruhe, du alter Schlecker, ey. Blödes Arschloch. So, komm her. Schlecki.
Ach ja. So, auch wenn wir das Magazin jetzt nicht wechseln bräuchten, die mache ich trotzdem mal. Ach, scheiße, ey. Ist das eine Kacke. So, da ist sonst auch nichts. Es ist auch so scheiße, dass wir kein Licht unter Wasser haben. Und dass wir eigentlich im Grunde überhaupt nicht wissen, wo wir hin müssen. Und dass wir hier nicht speichern können, ist auch scheiße. Ach Mann. Das nervt mich gerade alles echt. Gas, Alter. Gib Gas, gib Gas. Wir haben nicht ewig Zeit. So, hier runter. Also hierhin war schon mal gut. Offenbar. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt rechts weiter müssen oder auf der anderen Seite. Auf der anderen sah es irgendwie kürzer aus, von daher drehe ich mich mal in diese Richtung, sodass wir da zur Not hin schwimmen könnten. Ich weiß auch nicht, ob es da weitergeht oder nicht. Ich will es nur mal prüfen. So, Energie ist fast voll. Und weiter geht's. Nee, da geht's nicht weiter. Gut, komm, hier nochmal hoch und aufladen. So, da war nämlich zu. Dann gehen wir hier weiter. Na komm, 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 komm. Boah, alter Spalter. Ja, schön so, ne? Machen wir auch nichts lieber, als hier in solchen scheiß Abwässern rumzuschwimmen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, sind da unten wieder zwei Richtungen, wo ich weiter kann. Ich werde jetzt gleich einmal runtertauchen und dann auch direkt wieder hoch, um zu gucken, wo ich lang muss. Scheiße, ey. Aus welcher Richtung komme ich denn jetzt? Leute, wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Bin ich da jetzt direkt drauf zugeschwommen oder nicht? Nee, hier ging es weiter. Jetzt habe ich es. Oh, scheiße. Energie ist alle. Ah, fuck. Wir müssen hier hoch. Alter, ey. Stellt der sich scheiße an manchmal. Zum Glück regeneriert sich auch unsere Gesundheit, wenn wir wieder aufgetaucht sind. Das heißt, ein bisschen abgezogen ist wohl, aber nicht so viel. So, weiter geht's. Oh, ein Speichergerät. Ich freue mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wirklich nicht.
Boah, der stellt sich aber auch manchmal wirklich etwas selten dämlich an. Also, so, also, ja, natürlich stelle ich mich dämlich an. Also, ich soll jetzt auch noch über meinen Protagonisten hier schimpfen. Der kann ja nichts für. Ich steuere den ja nun mal, aber. Naja. So, was hier los? Er macht hier so einen Krach. Was soll das? Warum liegt den Karton auf dem Boden? Wir hatten hier aufgeräumt. Was? Was, was, was? Was, 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 was? Wieso geht die Tür nicht auf? Hier war doch sonst nichts. Ach Mensch! Nun hör doch mal auf! Gibt's doch wohl nicht! Das gibt's doch wohl nicht! Ah, Kacke! Ah, Kacke! Jetzt muss ich da in dieses Loch wieder rein, ey, das gibt's doch alles nicht. Mann, ey. Oh Mann, oh. Das kann doch nicht sein. So, wir testen das mal, wenn wir da halt so langlaufen. Boah, das ist echt so dreckig. Das ist so dreckig. Ich meine, guck mal, ja gut, jetzt nicht. Gut, also wir üben das jetzt noch ein, zwei Mal. So, hier einfach so rein. Und dann werden wir auch nicht von den Kettensägenmann überrannt. Denn, also E drücken, so wie ich es erst versucht habe, klappt da gar nicht. Dann versucht er speichern zu machen und das kennen wir ja schon, die Gegner folgen uns trotzdem. So, und weiter geht's. Geht's nicht? Achso, ich hätte jetzt vielleicht erst an der Tür klopfen sollen, ne? Ja, nee, ist klar. Ach, hey. So. Wir klopfen auch mal ganz freundlich. Hallo? Hallo, hallo? Wie jetzt? Nicht? Hallo, Kettensägenmann. Ich würde gern durch die Tür. Arrk. Inventory voll. Da lag doch schon wieder was, was wir mitnehmen können. So, Kettensägenmann ist ungehalten. Und hat uns erwischt. Ah, ja. Naja. So, pass auf. Komm, wir machen hier kurz eine Aufnahmepause an dieser Stelle. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.